bitte nicht. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Herzlich willkommen bei mir zu Hause, lieber Wolfgang. Es freut mich, dass du die Einladung angenommen hast. Wir haben eine Serie, Informationsserie, Diskussionsserie, Menschen und Immobilien heißt sie. Die Immobilie hat eine besondere volkswirtschaftliche Bedeutung und dieses Gespräch geht heute über Immobilien, Bauwirtschaft und unsere persönlichen Aspekte dazu. Ich habe zuerst eine Frage an dich. Was, Wolfgang, wenn du so spontan bist, ist deine Lieblingsimmobilie? Welche Immobilie würdest du dir wünschen? Ja, als zwar nicht geborener Wiener, aber doch mit Wien sehr verbunden, fällt mir da der Stephansdom eigentlich ein, den ich doch sehr stark mit der Stadt zusammenführe und diese Immobilie mit durch ihre zentrale Lage, auch in dem Kontrapunkt jetzt zum Haashaus, hat für mich immer was Besonderes. Ich habe ein Thema hier mir notiert, Bauwirtschaft, Raumplanung, Städtebau. Das ist ja eine enge Verknüpfung und wir sind ja auch immer wieder in meinem Haus damit konfrontiert. Die Frage zum Beispiel, gleich einmal zum Einstieg, Denkmalschutz. Es ist ein heißes Thema, ich habe da meine eigene Ansicht auf. Genau die Bauwirtschaft und die Architektur ist ja ein Spiegel, ein Zeitspiegel der Epoche. Und in früheren Jahrhunderten war es einfach so, dass die nachfolgende Epoche die Gebäude aus der Vorepoche mit wenigen Beispielen niedergerissen hat, sonst hätten wir die ganzen Bereiche nicht im ersten Bezirk, das hat sich ja nur um den ersten Bezirk gehandelt, haben nur die edlen Bereiche stehen gelassen oder die halt hineinreklamiert worden sind und haben dann ihre Epoche verwirklicht. Und wie siehst du das? Ich sehe den Ansatz ähnlich wie du. Ich glaube eben auch, dass man jederzeit die Möglichkeit geben sollte, sich architektonisch zu verwirklichen. Und dem Grunde nach ist es absolut wünschenswert, erhaltenswertes Kulturgut auch zu erhalten. Aber aus unserer Erfahrung, auch aus der Projektentwicklung, fehlt einem selbst bei positivem Zugang zum Thema manchmal das Verständnis, dass irgendwelche unwiederbringlichen Hinterhofstiegen denkmalgeschützt sein müssen, obwohl wir natürlich gerne auch bereit und interessiert sind, Schützenswertes auch in Projekte zu integrieren. Weil wenn ich heute ein Hotel baue mit einer historisch wertvollen Anlage, die mir auch beim Kunden entsprechendes Entree bringt, weil man eben gern in einem historischen Umfeld wohnt, aber trotzdem durch die Entkernung solcher Gebäude eine moderne Struktur, die sich auch wirtschaftlich darstellen lässt, schafft, ist das eine Möglichkeit der vernünftigen Kombination zwischen Anforderungen des Denkmal- und Ensembleschutzes und einer wirtschaftlichen Umsetzung. Und erinnere nur an die eingangs gemachte Bemerkung zum Thema Haashaus. Also ich glaube, jeder, der heute den Platz betritt, erkennt aus dem Gegensatz etwas Reizvolles. Und ich kann mich noch gut erinnern, da ist der Untergang des Abendlandes ausgerufen worden, als die ersten Projektideen in der Richtung am Tisch lagen. Und so gesehen, glaube ich, kann man über sowas ewig diskutieren, aber ich neige dir in deiner Einstellung da sehr zu. Beides sollte seine Berechtigung haben. Diese heftigen Diskussionen, die es im Wiener Rathaus gegeben hat, betreffend die Donauinsel. Und heute, wenn man sich das anschaut, ich glaube, würde man sich von Wien nicht mehr wegdenken können, nicht? Ja, wenn ich da nur ganz kurz, das ist ja für mich das Urbeispiel gelungener Optimierung. Weil die Donauinsel, also die neue Donau, war ausschließlich unter Hochwasserschutzaspekten geplant und hat sich eben mit dieser Ergänzung der Insel mit ihren Freizeitmöglichkeiten als Naherholungsgebiet entwickelt, ohne dem Zweck des Hochwasserschutzes entgegenzulaufen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Top-Beispiel, wie man sinnhafte Investitionen in die Infrastruktur auch mit der Nutzbarkeit durch die Bevölkerung zusammenführen kann. Wolfgang, Immobilienwirtschaft, Bauwirtschaft, Finanzmarkt. Jetzt würde ich dich gar nicht als Generaldirektor eines der größten österreichischen und internationalen Bauunternehmen fragen, sondern aus deiner Funktion, du bist in der industriellen Vereinigung der Bauunternehmung, du bist Mitglied des Außenwirtschaftlichen Beirates der Wirtschaftskammer, du bist Bundesvorstand im Bundesvorstand der industriellen Vereinigung. Gib uns doch bitte einen ganz kurzen Abriss deiner Sicht der Dinge, Finanzmarkt, Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft jetzt und vielleicht einen Aspekt in die Zukunft. Ja, gern. Wie gesagt, die berühmte Kreditklemme, von der immer wieder gesprochen wird, wird zwar negiert,
findet aber in Teilbereichen statt, und zwar in jenen Bereichen, wo Kredite, die für Projekte langfristig vergeben werden müssen, nicht zur Verfügung stehen. Und damit ist man eigentlich exakt am Punkt. Durch das Fehlen dieser Investitionskredite, die eben für jeden Bauherrn, egal ob das jetzt eine Baufirma, ein privater oder ein öffentlicher ist, der über 20, 25 Jahre fix kalkulieren können muss, was er am Geld kostet, also sprich wie viel Zinsen, welche Annuitäten er planen muss, durch das nicht zur Verfügung stehen dieser Mittel kommt natürlich ein gesamter Wirtschaftsbereich unter Druck. Aber wir diskutieren ja öfters darüber, und ich danke dir für die Diskussionen vorher. Ich danke dir vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, mich zu besuchen und mit mir eine Diskussion zu führen, die hoffentlich viele der Zuschauer sich auch anschauen werden und mitnehmen werden, wie wichtig Immobilienwirtschaft, und da kann man nichts mit der Bauwirtschaft oder der Finanzwirtschaft ist. Wolfgang, ich habe dich am Anfang dieses Gespräches gefragt, was deine Lieblingsimmobilie wäre, und du hast halt gesagt, der Stephansdom. Nun ist es mir nicht gelungen, den Kardinal Schönborn hierher zu bringen, aber ich habe eine wunderbare Künstlerin eingeladen, und die hat, währenddem wir hier diskutiert haben, eine Überraschung vorbereitet, nämlich sie hat für dich den Stephansdom gemalt, und ich darf dir jetzt dieses von der Küste gemalte Bild des Stephansdoms überreichen. Noch einmal herzlichen Dank fürs Kommen dir. Und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bitte. Danke sehr.